Auch vom Guten und vom Bösen kann man sagen, dass eine existiere durch Wahres, das andere überlebe nur durch falsches Bewusstsein. Wenn das Bewusstsein unvermischt wahr ist, kann das Gute allein existieren, ist es nicht mehr mit dem Bösen vermischt oder in dessen Anwesenheit geformt. Die menschlichen Werte von Gut und Böse, wie die von Wahrheit und Irrtum, sind tatsächlich unsicher und relativ. Wenn man an einem Ort zu einer Zeit für Wahrheit hält, wird man an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit als Irrtum angesehen. Was für gut gehalten wird, betrachtet man anderswo oder zu anderen Zeiten als böse. Auch finden wir, dass das, was wir mit böse bezeichnen, zu guten Ergebnissen und das, was wir gut nennen, zu bösen Resultaten führt. Dieses unglückliche Ergebnis aber, dass das Gute das Böse hervorbringt, rührt von der Verwirrung und Vermischung von Wissen mit Unwissenheit her. In das wahre Bewusstsein ist falsches Bewusstsein eingedrungen, so dass es zu einer unwissenden oder irrigen Verwendung unseres Guten kommt. Oder das Böse kommt daher, dass sich bösartige Kräfte einmischen. Im umgekehrten Fall, dass das Böse das Gute hervorbringt, kommt das glücklichere und widersprechende Ergebnis dadurch zustande, dass ein wahres Bewusstsein und eine gute Kraft, die im Hintergrund aktiv sind, trotz falschen Bewusstseins und falschen Willens einwirkten. Oder es rührt daher, dass sich Kräfte des Wiedergutmachens einschalteten. Diese Relativität, diese Vermischung ist eine Begleiterscheinung der menschlichen Mentalität und das Wirken und des Wirkens der kosmischen Kraft im menschlichen Leben. Es ist nicht die fundamentale Wahrheit von Gut und Böse. Man könnte einwenden, dass physisch Böse, wie der Schmerz und die meisten körperlichen Leiden, sei unabhängig von Wissen und Unwissenheit, von richtigen und falschen Bewusstsein. Es sei der physischen Natur eingeboren. Grundsätzlich sind aber aller Schmerz und alles Leiden das Ergebnis einer unzureichenden Bewusstseinskraft im äußeren Wesen, die es diesen unmöglich macht, in rechter Weise mit dem Selbst und mit der Natur umzugehen. Oder es nicht fertigbringen lassen, sich den Kontakten der universalen Energie zu assimilieren oder sie mit sich in Einklang zu bringen. Die Leiden würden nicht existieren, wenn es in uns eine integrale Gegenwart des erleuchteten Bewusstseins und die göttliche Kraft integralen Wesens gebe. Darum ist die Beziehung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gut und Böse nicht die gegenseitige Abhängigkeit, vielmehr von der Art eines Widerspruchs wie zwischen Licht und Schatten. Der Schatten hängt vom Licht ab, was seine Existenz anbetrifft, aber das Licht ist hinsichtlich seines Daseins nicht vom Schatten abhängig. Die Beziehung zwischen dem Absoluten und diesen Gegensätzen zu einigen seiner fundamentalen Aspekte ist nicht so, dass sie entgegengesetzte fundamentale Aspekte des Absoluten wären. Die Lüge und das Böse besitzen keinen fundamentalen Charakter, keine Macht der Unendlichkeit oder ewigen Wesens, kein Selbstsein, auch nicht dadurch, dass sie im Selbstseienden latent vorhanden sind. Sie besitzen nicht die Authentizität ursprünglichen Innerseins im Absoluten. Zweifellos ist es eine Tatsache, dass der Begriff von Lüge und Bösen zu einer Möglichkeit wird, sobald sich die Wahrheit oder das Gute manifestieren. Denn wo immer es Bejahung gibt, ist auch Verneinung vorstellbar, da die Manifestation von Sein, Bewusstsein und Seligkeit die Manifestation von Nichtsein, Unbewusstheit und Unempfindlichkeit denkbar macht und diese als denkbar auch unvermeidlich wurde. Denn alle Möglichkeiten drängen so lange zur Aktivität, bis sie sie erlangen. So geschah es auch bei diesen Gegensätzen zu den Aspekten des göttlichen Seins. Man mag aufgrund dessen sagen, diese Gegensätze könnten, da sie dem sie manifestierenden Bewusstsein unmittelbar erkennbar gewesen sein müssen, als stillschweigend vorausgesetzte Absolute eingeordnet werden und Seienden
Sein vom ganzen kosmischen Sein unabtrennbar. Zuerst muss aber beachtet werden, dass sie allein in der kosmischen Manifestation möglich werden. Sie können nicht im zeitlosen Wesen präexistent sein, denn sie sind unvereinbar mit Einheit und Seligkeit als dessen Substanz. Auch im Kosmos könnten sie nur dann entstehen, wenn die Wahrheit und das Gute in partielle und relative Formen begrenzt werden, wenn die Einheit von Sein und Bewusstsein in ein separatives Bewusstsein und ein gesondertes Wesen zerbrochen wird. Denn wo Einheit und vollständige Gegenseitigkeit der Bewusstseinskraft sogar in der Vielfalt und Verschiedenheit vorhanden sind, dort ist die Wahrheit des Selbsterkennens und des gegenseitigen Erkennens automatisch vorhanden und der Irrtum des Nichterkennens des Selbst und des gegenseitigen Nichterkennens unmöglich. Ebenso kann dort, wo die Wahrheit als ein Ganzes auf der Grundlage eines des selbstbewussten Einsseins besteht, keine Lüge eindringen. Das Böse wird dadurch ferngehalten, dass ein falsches Bewusstsein und ein falscher Wille mit ihrer Dynamisierung von Lüge und Irrtum ausgeschlossen sind. Sobald aber die Aussonderung eindringt, können auch diese Dinge hereinkommen. Aber selbst eine solche Gleichzeitigkeit ist nicht unvermeidlich. Wenn die Gegenseitigkeit stark genug ist, können auch, wenn aktives Empfinden des Einsseins fehlt, Harmonie und Wahrheit noch souverän sein. Das Böse wird dann keine Pforte zum Eindringen finden, wenn die gesonderten Wesen ihre Normen eines begrenzten Wissens nicht überschreiten oder von ihnen abweichen. Es gibt deshalb ebenso wenig ein authentisches, unvermeidliches, kosmisches Gesetz für die Lüge und für das Böse, wie es eine Absolutheit für sie gibt. Sie sind Umstände oder Ergebnisse, die nur auf einer gewissen Stufe auftreten. Wenn die Sonderung auf ihrem Höhepunkt umschlägt in Gegensätzlichkeit und ebenso die Unwissenheit in primitive Unbewusstheit des Wissens und in ein sich daraus ergebendes falsches Bewusstsein und Wissen zusammen mit deren Inhalt von falschen Willen, falschen Fühlen und falschen Handeln und falscher Reaktion. Die Frage ist nun, an welchem kritischen Punkt der kosmischen Manifestation die Gegensätze eindringen. Denn das kann entweder auf einer Stufe zunehmender Involution des Bewusstseins im gesonderten Mental und Leben geschehen oder erst nach dem Sturz in die Unbewusstheit. Das führt zu einer Frage, ob Lüge, Irrtum, Unrecht und Böses ursprünglich auf den mentalen und vitalen Ebenen existieren und also dem Mental und Leben eingeboren sind, oder ob sie wesentlich nur der materiellen Manifestation angehören und von dort her Mental und Leben durch die Verfinsterung zugefügt werden, die aus der Unbewusstheit entsteht. Man mag auch fragen, ob sie, wenn sie wirklich im supraphysischen Mental und Leben existieren, dort ursprünglich und unvermeidlich sind. Sie könnten ja auch aus der materiellen Manifestation als deren Folge oder als eine supraphysische Ausweitung dort eingedrungen sein. Oder, falls dies unhaltbar ist, könnten sie im universalen Mental und Leben als eine sie ermöglichende supraphysische Bejahung erschienen sein, als eine vorausgehende Notwendigkeit für ihr Hervortreten in der Manifestation oder in natürlicher Weise zu ihr gehören, als unvermeidliches Ergebnis des schöpferischen Unbewussten. Lange Zeit hat das menschliche Denken es als traditionelles Wissen aufbewahrt, diese Dinge auch in Welten jenseits von uns vorzufinden, wenn wir über die materielle Ebene hinausgehen. In jenen Ebenen supraphysischer Erfahrung gibt es Mächte und Formen des vitalen Mentals und des Lebens, die die vorphysische Grundlage jener zwieträchtigen, fehlerhaften oder verkehrten Gestaltungen und Mächte von Lebensmental und Lebenskraft zu sein scheinen, die wir im irdischen Dasein finden. Dort sind Kräfte und die subliminale Erfahrung scheint zu zeigen, dass es supraphysische Wesen gibt, die diese Kräfte verkörpern, die in ihrer Grundnatur zur Unwissenheit, Verfinsterung des Bewusstseins, zum Missbrauch der Kraft, zur Pervertierung der Freude und all den Ursachen und Folgen der Dinge neigen, was wir das Böse nennen.
Diese Mächte, Wesen oder Kräfte sind bemüht, ihre bösartigen Konstruktionen den irdischen Geschöpfen aufzuzwingen, begierig ihre Herrschaft in den Manifestationen durchzusetzen, leisten sie der Zunahme von Licht, Wahrheit und Gutem Widerstand. Und was noch schlimmer ist, sie widersetzen sich dem Fortschreiten der Seele zum göttlichen Bewusstsein und Sein. Diesen Grundzug im Dasein finden wir in der Tradition des Kampfes zwischen den Mächten von Licht und Finsternis, von Gut und Böse, von kosmischer Harmonie und kosmischer Anarchie dargestellt. Das ist eine Tradition, die Mythos und Religion des Altertums universal und allen Systemen okkulten Wissens gemein ist. Die Theorie dieses traditionellen Wissens ist vollkommen rational und kann durch innere Erfahrung als wahr erwiesen werden. Sie zwingt sich uns auf, wenn wir das Supraphysische anerkennen und uns nicht in die Meinung einengen, das materielle Wesen sei die einzige Wirklichkeit. So wie es ein kosmisches Selbst und einen kosmischen Geist gibt, die das Universum und seine Wesen durchdringen und im Dasein erhalten, so gibt es auch eine kosmische Kraft, die alle Dinge bewegt. Von dieser ursprünglichen kosmischen Kraft hängen viele kosmische Kräfte ab und werden aktiv aus ihr. Sie sind ihre Machtwirkungen und gehen als Gestaltungen aus ihrer universalen Aktion hervor. Alles, was im Universum als Form erscheint, besitzt eine Kraft oder Kräfte, die es unterstützen und zu erfüllen oder zu fördern suchen. Sie finden ihre Basis in dessen Wirken. Sie erbringen den Nachweis ihres Erfolgs in dessen Erfolg, Wachstum, Vorherrschaft, ihre Selbsterfüllung oder die verlängerte Dauer ihres Wesens hängt von dessen Sieg oder Überleben ab. So wie es Mächte von Wissen oder Kräfte des Lichtes gibt, so gibt es auch Mächte von Unwissenheit und düstere Kräfte der Finsternis. Ihr Werk besteht darin, die Herrschaft der Unwissenheit und der Unbewusstheit zu verlängern. So wie es Kräfte der Wahrheit gibt, so gibt es auch Kräfte, die von der Lüge leben, die sie unterstützen und für ihren Sieg arbeiten. Wie es Mächte gibt, deren Leben innig verbunden ist mit dem Dasein und der Idee des Guten und dem Impuls dazu, so gibt es Kräfte, deren Leben gebunden ist an Existenz, Idee und Impuls des Bösen. Diese Wahrheit über das kosmische Unsichtbare war im Glauben des Altertums symbolisch dargestellt als Kampf zwischen den Mächten des Lichtes und der Finsternis, zwischen Gut und Böse und dem Besitz der Welt und um die Herrschaft über das Leben der Menschen. Das war die Bedeutung des Ringens der vedischen Gottheiten mit ihren Widersachern, den Söhnen der Finsternis und der Zerteilung, die in einer späteren Tradition dargestellt wurden als Titan, Gigant, Dämon, Asura, Rakshasa und Pisasa. Man findet dieselbe Tradition im Doppelprinzip Zoroasters und in der späteren semitischen Gegenüberstellung von Gott und seinen Engeln auf der einen und Satan mit seinen Heerscharen auf der anderen Seite. Unsichtbare Personalitäten und Mächte, die den Menschen emporziehen zum göttlichen Licht, zur Wahrheit und zum Guten oder die ihn verführen in einer Knechtschaft unter dem ungöttlichen Prinzip von Finsternis, Lüge und Bösen. Das moderne Denken erkennt keine anderen unsichtbaren Kräfte an als die von der Wissenschaft offenbarten oder konstruierten. Es glaubt nicht, dass die Natur andere Wesen erschaffen kann als jene, die uns in der physischen Welt umgeben. Menschen, Tiere, Vögel, Reptilien, Fische, Insekten, Bakterien und andere mikroskopisch kleine Wesen. Wenn es aber unsichtbare kosmische Kräfte gibt, die ihrer Natur nach physisch sind und auf den Körper von unbelebten Objekten einwirken, dann gibt es keinen ersichtlichen Grund, warum es nicht auch unsichtbare ihrer Natur nach mentale und vitale kosmische Kräfte geben sollte, die auf das Mental des Menschen und auf seine Lebenskraft einwirken. Und wenn Mental und Leben als unpersönliche Kräfte bewusste Wesen bilden und Personen verwenden, um sich in physischen Gestalten und in einer physischen Welt zu verkörpern und um auf Materie einwirken und durch Materie wirken zu können, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie auf ihrer eigenen Ebene bewusste Wesen bilden können, deren subtilere Substanz für uns unsichtbar ist oder dass sie von jenen Ebenen aus
auf Wesen in der physischen Natur einzuwirken vermögen.